Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu einem neuesten Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Du hast den Inhalt des Videos kurz gesehen. Ich präsentiere ihn dir nochmal. Combinati. Wir reden heute über Combinati und es ist kein italienisches Essen, keine Spezialität, sondern es ist der Corona-Impfstoff von BioNTech Pfizer. Ich bin gestern geimpft worden und möchte kurz erzählen zu meinen Erfahrungen vorm Impfen und mit den Nebenwirkungen. Genau, los geht's nach dem Intro. Genau, schön, dass du dieses Video anschaust, es freut mich sehr. Mein Name ist Daniel Meyer, ich bin Fotograf, Buchautor, Fotocoach, Social Media Manager, YouTuber, Mini-Influencer, whatever. Ich bin so einiges und genau, auch YouTuber, genau. Deswegen dieses Video, normalerweise siehst du an dieser Stelle Technik-Tutorials zu Produkten, die mich reizen, die ich mir gekauft habe, die mir den Alltag einfacher machen oder cooler machen. Oder Foto-Tutorials, Fotokurse, kleine Tipps und Tricks oder Tutorials zu Photoshop. Oder auch Videos zur Hochzeitsplanung, Vorbereitung, auf was man achten soll, was auch immer. Schau gerne noch meine anderen Videos an. Ich verlinke auch noch ein paar hier. Genau, aber heute soll es um die Corona-Impfung gehen. Und bevor jetzt die ersten Hater schreiben, warum hat so ein junger Kerl die Corona-Impfung bekommen und viele andere warten noch? Und nein, ich habe mich nicht eingekauft irgendwo, ich habe nicht irgendwo viel Geld gespendet, ich habe keine Verbindungen zu irgendjemandem. Ich habe mich einfach ganz normal angemeldet über diese Impfseite. Mit dem Grund, also Hauptgrund ist, dass ich eine Schwester habe, die Trisomie 21 hat. Ja. Also die wohnt bei meinen Eltern daheim und meine Eltern sind auch nicht mehr ganz die Fittesten, nicht mehr die Jüngsten. Und die betreuen die und jetzt bin ich halt öfters bei denen oder sie ist öfters bei mir oder wir treffen uns auf jeden Fall und die hat einen schweren Herzfehler, hat Probleme, das Herz pumpt nicht mehr genügend Sauerstoff und ich glaube, ein Coronavirus wäre für so einen Menschen wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich. Deswegen war es mir extrem wichtig, dass ich sofort geimpft werde oder sehr schnell geimpft werde. Ich habe jetzt hier auch ein Fotostudio in Horgau und habe da sehr viele Laufkunden. Die halt immer wieder ja, kommen und gehen und meine Kinder sind im Kindergarten, in der Schule, haben sehr viele Verbindungen und da ist es einfach schon wichtig, finde ich, dass ich geimpft werde, gerade um meine Schwester zu schützen. Nur das dazu, genau. Ich bin gestern geimpft worden mit Combinati. Ich erzähle vielleicht kurz zu meinem Termin. Um 10 Uhr war der Termin in Gablingen in der Impfstation und ich bin hingekommen 10 vor 10 und habe mir gedacht, ja passt, ganz gut, ein bisschen Puffer, kann ich gemütlich reinlaufen, unterschreiben und dann bin ich pünktlich an meinem Platz zum Impfen. Ja, denkste, war nicht ganz so. Ich bin nämlich hingekommen und der ganze Parkplatz, der war echt groß, war gerammelt voll, ich habe irgendwo auf der Straße geparkt. Bin dann reingekommen und war vorm Haus, also die haben so ein Bierzelt aufgebaut, so ein Festzelt aufgebaut, wo man halt dann noch in Schlangenlinien durchlaufen muss und sich anstellen muss. Ich stand draußen auf dem Parkplatz noch und bin dann wirklich im Gänsemarsch Meter für Meter nach innen gekommen, habe dann, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich dann dran war. Es war dann halb elf, also schon echt lang. Ist okay für mich, passt. Ich habe bloß nicht damit gerechnet, deswegen hat es mir ein wenig gewundert. Genau, dann zur Impfung. Ich bin reingekommen, das ging dann relativ schnell, wurden alle Sachen abgefragt, warum ich denke, dass ich geimpft werden sollte und so. Dann bin ich geimpft worden. Dann nach Hause, ich habe gestern den ganzen Tag noch gearbeitet, Homeoffice gemacht und dann am Abend war ich recht müde. Also ich habe dann am Abend schon mal eine Stunde geschlafen noch, von sechs bis um sieben, bin dann wieder aufgestanden. Habe heute Nacht relativ gut geschlafen. Gestern hatte ich noch keine Nebenwirkungen, keine Schmerzen, gar nichts. Jetzt aber mittlerweile tut mir die Einstichstelle weh.
Und ich brauche fast so CW und wenn ich meinen Arm strecke, ja, also ich tue meinen Arm nach oben und oh, das zieht, als ob ich da einen krassen Muskelkater hätte. Und meine Fingerspitzen, wenn ich den Arm so nach oben tue, die werden fast taub. Also fühlt sich echt ein bisschen komisch an. Meine Beine sind extrem schwer, auch ohne Impfung, aber sind jetzt noch schwerer gefühlt. Als ob ich irgendwie 30, 40 Kilometer Radl gefahren wäre gestern. Also so fühlt sich das an. Und ja, ich bin auch recht müde, recht schlapp. Und ja, sonst habe ich momentan noch keine Nebenwirkungen. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, wenn du das Video anschaust, bist du schon geimpft worden? Und wenn ja, mit welchem Wirkstoff? Was war so deine Erfahrung mit dem Impfen? Oder bist du Impfgegner? Würde mich auch interessieren. Warum bist du Impfgegner? Oder warum schaust du dieses Video an? Steht bei dir auch eine Impfung an die nächsten Tage und du möchtest dich einfach nur informieren? Schreib das gerne unten rein und wir können auch gerne in die Diskussion gehen, falls du da irgendwie dagegen sein solltest, weil ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache. Klar, natürlich gibt es noch keine Langzeitstudien, wie wer diesen Wirkstoff verträgt, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die Normalität, weil irgendwas muss man ja tun. Also immer wieder dieses Auf und Ab und Schließen von Einrichtungen, Möglichkeiten, dass man sich treffen kann mit einzelnen Familien und dann wieder eine Woche später doch wieder nur mit einer Person. Das ist ein ewiges Hickhack und ich sehe eigentlich wirklich diese Impfung als Möglichkeit, dass man da was ändert dran. Genau. So, ja, schon, wollte ich eigentlich alles erzählen. Wenn du dieses Video bis zu Ende angeschaut hast, dann würde ich mich auch freuen um dein Feedback. Ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen Banane. Ich bin echt ein bisschen ausgelaugt, ein bisschen platt. Aber mal schauen, wie sich das noch entwickelt und vielleicht kommentiere ich nochmal unten drunter, wie es sich entwickelt hat oder mache nochmal ein Video bei der zweiten Impfung oder vielleicht auch nochmal so zwischendrin, wenn sich irgendwie was Krasses ergeben hat. Auf jeden Fall würde es mich sehr freuen, wenn du ein Like da lässt, meinen Kanal abonnierst und demnächst auch wieder einschaltest. Schön, dass du dabei warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bleib gesund. Ciao.